In La Laguna werden die Wiederherstellungsarbeiten an den vom Ausbruch betroffenen Straßen fortgesetzt, auch wenn das Tempo aus Sicherheitsgründen verlangsamt wurde. Die LP-213 wird im Moment geöffnet, um den Ort mit Las Norias zu verbinden. Aus Sicherheitsgründen soll per beauftragter Kartierung festgestellt werden, ob im Untergrund Lavaströme fließen oder ob sich dort noch Vulkanröhren befinden. Die Karten sollen in weniger als 2 Wochen darüber Auskunft geben. Wie berichtet, siehe Link in der Beschreibung, begann am 27.12.2021 am La Laguna-Kreuz die schwierige Aufgabe der Wiederherstellung der Kommunikation. Nun werden die Arbeiten fortgesetzt, welche die Kreuzung nach Tazacorte praktisch auf dem ursprünglichen Niveau öffnet. Im Moment werden die Versorgungsleitungen unter die Straße gebracht, um sie dann zu pflastern. Auch wird an der Wiederherstellung der Cruz-Chica-Straße gearbeitet, um sie in Richtung des Gebiets Las Norias fortzusetzen. Neben La Laguna wird auch am Camino de San Isidro gearbeitet. Hier sind die Arbeiten ziemlich weit fortgeschritten und es wird erwartet, dass Fahrzeuge innerhalb von 2 Wochen die Bananenplantagen und die 40 isolierten Häuser passieren dürfen. Puerto Naos, El Remo und La Bombilla. Weiterhin ist aufgrund des Vulkanausbruchs die vorhandene Gaskonzentration in den Ortschaften so hoch, dass die Bewohner nicht in ihre Wohn- und Geschäftsgebäude zurück können. Eine Situation, die Ängste hervorruft, da eine Normalisierung des Lebens bzw. die Öffnung eines Geschäftes sehr unklar ist. Verantwortliche des TEDAX sind der Meinung, dass das hohe Vorhandensein von Gasen und Kohlendioxid es in der Gegend unmöglich macht, ein ungefähres Datum anzugeben, wann diese Situation vorüber ist. Das Unternehmen TEDAX steht für Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos, was im Deutschen übersetzt bedeutet Techniker für die Beseitigung von Explosivstoffen. Hallo, dies ist die automatische Endcard von Gümis Kanal. Leider ist das Video schon vorbei. Ihr könnt aber gerne den Kanal abonnieren und ein weiteres Video anschauen. Vielen Dank.